Wir hatten ja hier zwei Bienenvölker, die leider halt beide von der Mindestgröße unterschritten waren. Ich habe mich dann entschieden, zwei Völker zu vereinigen und eins draus zu machen, damit dieses Bienenvolk dann hoffentlich komplett über den Winter kommt. Vor 3 Tagen habe ich die Aktion gemacht und heute bin ich nur da, um die Sache nachzuprüfen und nochmal mit der Oxalsäurebehandlung nachzulegen. Das war nämlich vor 3 Tagen nicht machbar, weil wenn man die Bienen so durcheinander schmeißt, ist halt der Bienensitz nicht dicht genug, um mit der Oxalsäure eine wirklich gute Wirkung zu erzielen. Deswegen habe ich die Bienen erst beruhigen lassen. Ich öffne jetzt gleich nochmal die Klappe, dass wir sehen können, wie stark das Volk jetzt tatsächlich auch geworden ist. Und dann wird es, wie gesagt, behandelt. Ich ziehe mir hier schon mal die Spritze auf. Ich ziehe mir hier jetzt 45 Milliliter auf und hoffentlich brauchen wir nicht alles. Als erstes öffnen wir jetzt die Klappe, wie gesagt. Toi, toi, toi. Hoffentlich jetzt alles gut. Ah. Also, das sieht da schon mal wesentlich besser aus wie das letzte Mal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Wabengassen besetzt. Das ist jetzt zugegebenermaßen nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber es sieht viel besser aus, wie es vorher aussah. Dass da auch nochmal Leichen fallen, das war klar. Weil ja da doch noch so viel Varroamilben drin sind, die dann jetzt erst durch die Oxalsäure dann wirklich auch komplett rausgehen. Zumindest größtenteils dann einen Abgang machen. Bei einer guten Oxalsäurebehandlung verbleiben circa 50 Milben noch im Volk. Okay, mehr fege ich jetzt nicht aus, weil die hier schon total nervös sind. Machen wir die lieber wieder zu. Nee, also von der Volksgröße her sind die definitiv wieder so, dass man sagen kann, dieses Bienenvolk kommt über den Winter. Dürfen jetzt halt nicht noch mehr Leichen verlieren. Wenn die noch mehr Leichen verlieren sollten, dann müssen wir nochmal vereinigen. Aber ich denke, wir kommen hier hin. Also das hier ist jetzt die Mindestgröße. Kleiner dürfen sie nicht werden. Wenn sie sich so halten, dann kommen die auch über den Winter.
wenn die nur einen Ticken gesünder wären, also mit weniger Varroa-Belastung, hätte ich jetzt gesagt, hey, 30 ml reichen hier aus. Aber wir wissen ja von der letzten Kontrolle hier und bei der Vereinigung, dass hier so viel Varroa-Milben noch drin sind. Die werden die Behandlung hier definitiv brauchen in dieser Menge. So, jetzt bleibt hier noch ein bisschen was übrig und das tue ich jetzt wieder hier auf die zentralen Herzwaben nochmal verteilen, weil da ja auch der größte Bienensitz ist. Dann kann man hier nochmal die etwas größeren Tropfen mit der Spritze wieder zurückholen. Okay, super. So, liebe Bienen, dann eine gute Überwinterung euch. Durch die Vereinigung hat dieses Bienenvolk jetzt tatsächlich eine stark erhöhte Chance, durch den Winter zu kommen. Ich schätze dieses Bienenvolk nach der Vereinigung ein auf ja, ca. 75% Chance, dass die im Frühling noch aktiv sind.